Er dich von hinten oder du ihn von hinten? Was? Noch kein Trend drin, vielleicht dann. Bisschen gegessen damals in Afrika. Hundefutter? Ja. Sex mit oder ohne Socken? Ohne. Ich glaube, einen halben Liter Blut würde ich für 10.000 trinken. Wie alt bist du denn? Ich bin 24. Ja, ich meine, man kann das ja auch mal testen. Ich werde dich überzeugen von dem, was ich so kann. Einen wunderschönen guten Tag, was geht ab? Ich hoffe, es geht jedem von euch gut. Wir befinden uns hier heute auf dem ESN Day. ESN wird euch wahrscheinlich als Zuschauer meines Kanals sehr bekannt sein. Ihr seht es hier und ihr seht es auch dort. Ich glaube, 8.000 bis 10.000 Menschen sind hier. Das ist super krass. Ich habe schon voll viele Fotos mit euch gemacht, geile Gespräche geführt. Und jetzt ist es Viertel vor Nesquik, Zeit zum Umrühren. Komm, der war gut. War der gut? Ja, der war gut. Und wir werden hier heute keine klassische Umfrage drehen wie sonst. Wir werden heute ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Ich habe mir auf jeden Fall die ein oder andere fiese Frage ausgedacht und bin maximal gespannt auf die Antworten. Lasst ein Abo da, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr auf die Fragen reagiert hättet. Thunfisch, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Bisschen wenig Schlaf, aber sonst. Wie heißt du eigentlich mit echten Namen? Ich heiße Colin. Hab gehört, dass du seit längerem jetzt unterstützt. Stimmt das? Das ist korrekt. Und hat sich was verändert? Oh, es hat sich viel verändert. Ich habe Haare bekommen, wo ich keine Haare haben wollte. Wo denn zum Beispiel? Ich dachte, jetzt kommt die Hose runter. Du fühlst dich halt hart vital, ne? So, du kommst mit weniger Schlaf zurecht. Du fühlst dich so ein bisschen so einfach empowered, wenn man das so sagen kann. Vom Sexdrive Unterschied? Ja, stark. Und hast du auch jetzt wie viele andere Bodybuilder so das Interesse an eine Mischung aus Mann und Frau gefunden vielleicht? Ich würde es jetzt mal als typische Kategorie Trainee einordnen. Habe ich so ein bisschen was gehört? Nee, tatsächlich nicht. Gott kein Bock Dank drauf? Nee. Gott sei Dank, noch kein Trend drin. Vielleicht dann. Wenn das Trend kommt, dann ist okay. Ja, dann hat man eine Ausrede. Ist das Trend, ne? Ja, genau, das ist das Trend und dann bin das nicht ich. Du bist ein ekliger Schmutziger, kann das sein? Bisschen. Gab es heute schon Döner? Nee, seit 3 Monaten kein Döner. 3 Monate hinzu? Ja. Warum? Ich hatte kurz ein Date gemacht. Und ist gut? Ja, hat gut getan, aber ich vermisse die Scheiße, muss ich ehrlich sagen. Heute werde ich meine erste Donatella wieder essen. Kimi, meine Liebe, wie geht's dir? Gut, und selber? Mir geht's auch gut. Ich finde auch, Kimi hat das sympathische Lächeln hier. Mega sympathisch. Ich bin nervös. Du bist nervös? Ja, ja, ja. Soll ich dich festhalten? Die Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen? Auf sich zukommen lassen. Wieso lachst du dabei so? Ja, das ist irgendwie so mein Motto. Gucken, was kommt. Ja. Ja? Ja, ja. Du triffst dich mit Johannes Lukas. Der Abend geht lang. Ne? Er geht ins Bett, pennt zusammen und natürlich jeder sein Bett so. Ne? Und dann musst du entweder sein Bart im Schlaf abrasieren und sein Bart vollständig essen oder 400 Gramm Reispudding auf trocken essen, ohne Wasser. Ohne Wasser. Boah, ich glaube, ich würde sein Bart essen, einfach nur, weil ich es lustig fände. So, Johannes ohne Bart, so, ist schon ein Bild für die Götter. Ist auch ein Bild für die Götter, wenn du das Ding im Magen hast. Ja, aber er muss, also guck mal, ich habe einmal die Scheiße mit den Haaren, ne? Ja. Aber er darf mindestens 2 Wochen lang ohne Bart rumlaufen. Ich glaube, ich wüsste gar nicht, wie er aussieht ohne Bart. Ich auch nicht. Eine Dose Hundefutter essen oder Rice Pudding, der bei dir seit 2 Wochen in der Sporttasche liegt, den du vergessen hast, wieder rauszunehmen. 150 Gramm Rice Pudding. Ja, Hundefutter habe ich schon gegessen. Eine ganze Dose? Ganze Dose, nee. Bisschen gegessen damals in Afrika. Hundefutter? Ja. Aber so nass oder trocken? Das war ein bisschen nass. Wird das geschmeckt? Nein, ich hatte nichts gewusst, weil das war so, eine Bekannte hat das gebracht für die Hunde. Und wir haben gedacht, ich esse, dann haben wir geklaut und gegessen. War lecker oder? Das geht halt, Bruder, ich komme von anderer Welt, weißt du, was ich meine? Aber es ist viel Protein. Das meine ich halt. Johannes Lukas kennst du, ne? Ja. Du entscheidest dich spontan, weil du dich mit ihm so gut verstehst, mal so einen Wochenendtrip zu machen. Er geht ins Schlafzimmer pennen, du gehst in dein Schlafzimmer pennen und dann kriegst du die geile Idee, ich möchte sein Bart abrasieren. Okay, ja. Dann gehst du zu ihm ins Zimmer und schneidest ihm ganz heimlich den Bart ab. Ja. Und musst entweder diese Barthaare komplett essen oder 400 Gramm Rice Pudding trocken, ohne Flüssigkeit runterschlucken und essen. 400 Gramm? Ein halbes Kilo fast. Wahrscheinlich ist es genau gleich, diese Barthaare zu essen oder diesen trockenen Rice Pudding zu essen. Aber die Barthaare sind von dem Menschen halt so, ne? Also den Rice Pudding. Ja? Ja. Um dich so ein bisschen abzulenken von deiner harten Prep, ja, habe ich jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Okay, cool. Du fliegst mit Leonidas freundschaftlich in den Urlaub. Ja. So ein Wochenende. Blöderweise gibt es nur ein Bett und ihr müsst in einem Bett schlafen. Ja. Er hat durch den Rice Pudding aber extreme Blähungen bekommen und furzt die ganze Zeit rum. Stinkt auch sehr brutal. Und du musst mit ihm entweder Rücken an Rücken liegen, 2 Nächte, okay, oder den Leben lang auf Isoclear verzichten. Entweder mit ihm Rücken an Rücken schlafen oder mein Leben lang auf Isoclear verzichten. Safe? Ja, ich trinke Isoclear. Dann ist es easy. Dann bist du ja schnell raus aus der Situation. Sergey, mein Lieber. Was geht ab, Marvin? Alles klar. Ich sehe schon, du hast hier gerade wieder dein Seifending in der Hand gehabt. Beziehungsweise eine Bürste hast du in der Hand gehabt. Immer griffbereit, weißt du? Falls mir die Hände dreckig werden, Gesicht dreckig werden, kann ich direkt... Würdest du mich hier auch waschen, falls ich schmutzig werde? Du, ich würde dich waschen. Finde ich aber sehr sympathisch. Meine Aufgabe ist ja, dass alle wie ein König riechen, weißt du? Und dann musst du auch mal Opfer erbringen. Und dann, weißt du, wenn du jetzt hier... Dann würde ich auch Hand anlegen und dich waschen. Sex mit oder ohne Socken? Wo Socken?
den Füßen. Dann ohne. Wo denn sonst? Ich weiß ja nicht, was du so für Fantasien hast. Ich bin Jungfrau, ich habe keine Fantasie. Benny kennst du ja auch, Smart Gains. Ja. Altes Urgestein von ESN. Macht meiner Meinung nach auch einen sehr guten Job. Liebe Grüße. Er spielt ja ganz gerne mal Tennis. Ja, ja. Guckst du seine Storys? Ja, der spielt Tennis, ja. Und der schwitzt auch immer ganz doll. Ja. Ja? Ah, das muss ich jetzt trinken, oder was? Nein, so eklig wird's nicht. Du fliegst für 2 Wochen zu ihm nach Zypern und musst entweder jeden Tag nach dem Tennis seine Socken ablecken oder jeden Abend vor dem Schlafengehen in diesem Urlaub 14 Tage lang 2 Scoops Crank konsumieren. Zur abendlichen Subroutine. Definitiv Crank. Kannst aber nicht gut schlafen. Boah, ich bin so koffeinimmun schon. Also, ja? Ja, ja, das macht mir gar nichts. Hast du Bock, bist du hyped? Ich bin sehr hyped, ja. Ich denke auch, dass du sehr gute Chancen hast. Dankeschön. Ich war letztens in Berlin auf einer regionalen NPC. Und ich gesehen in deiner Story. Da hättest du auf jeden Fall alle auch. Folgen auf Instagram, Marvin Kra. Dankeschön, Lars Ludwig. Ne? Ich habe heute mal so ein bisschen zur Ablenkung, dass du mal so ein bisschen aus diesem Prep-Life rauskommst. Ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Ja. Schon ein paar andere belästigt damit heute. Jetzt bist du dran. Hört sich gut an. Alle Sprachen der Welt sprechen können oder mit Tieren sprechen können? Alle Sprachen der Welt sprechen können. Wäre schon krass, oder? Ja, ich glaube, mit Menschen sich unterhalten macht mehr Spaß als mit Tieren. Wenn du mal so wissen würdest, was die so reden? Ja, aber ist schon useless, weil die wissen ja nicht so viel. Also was willst du von einem Schwein? So? Also weißt du, was ich meine? Wegen dein Essen, ne? Ja, so die denken sich so, ja... Wirst du das Schweine nicht nach oben gucken können? Die haben einfach das Gelenk nicht, um nach oben zu gucken. Die können einfach nur in der Dimension. Können die nicht? Nee. Das wusste ich gar nicht. Oh, erstmal einen schmackofanzigen Crank Energy. Wenn ihr meine Videos feiert, könnt ihr mich gerne jederzeit unterstützen, indem ihr bei ESN.com mit dem Code Marvin immer maximal Prozente sparen könnt. Supportet mich extrem in dem, was ich tue. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß. Urs kennt's ja. Urs, ja. Alice kennst du auch. Alice? Alice. Glaube ich nicht. Okay, stell dir vor, du lebst bei ihm 1 Monat lang im Keller. Aber Alice ist ja bekannt für ihr gutes Essen, was sie immer preppt, bringt dir jeden Tag dein Essen runter. Du bist aber im Dunkeln. Oder 1 Monat lang jeden Tag Beintraining, bis zum Versagen. Ich verstehe den Nachteil bei Urs nicht so. Bekomm Essen und kann chillen. Na, du bist in einem dunklen Raum im Keller. Aber ich muss da bleiben. Du bleibst da. Boah, ja den ganzen fucking Monat. Würde ich da auf jeden Fall Beintraining, Digga. Also ich mach Beintraining auch gerne, Alter. Aber jeden Tag bis ins Versagen. Ja, aber Digga, aber das eine ist ja Freiheit berauben und das andere ist, weißt du, ein bisschen Beintraining so. Also ich würde wahrscheinlich die Freiheitberaubung wählen. Wirklich? Ja. Dann zeig mal deine Beine. Lieblingsstellung? Boah, schwierig, schwierig. Was mag deine Mutter? Weiß ich nicht, musst du sie selbst fragen. Ja, wir schreiben aktuell nur. Ja? Ja. So weit sind wir aber noch nicht, ist noch Kennenlernphase. Fragst du dir nicht viel bei, oder was? Würdest du Hundefutter essen? Habe ich schon mal probiert von meinem Hund. Hundefutter, eine Dose, trocken? Ja. Oder ein Rice Pudding, der bei dir 2 Wochen in der Tasche liegt, den du vergessen hast rauszuholen? Hundefutter, trocken, safe. Ja, ne? Ja, klar. Hast schon mal einen Shaker oder so eine Tupperdose mit Rice Pudding, die allein schon so 5 Tage im Auto war, aufgemacht? Schmeiß ich gleich weg. Mach mal auf und riech mal, wenn du ein Mann bist. Jules Bikini, kennst du bestimmt? Ja. Die übt 2 Wochen vor ihrem nächsten Wettkampf ihre Posing-Kür mit High Heels, mit diesen spitzen Schuhen. Und das macht sie bei dir auf dem Rücken, während du auf dem Bauch liegst. Das ist die Option A. Oder sie lackiert dir die Fingernägel mit so richtig auch Spitzen und so. Das musst du 2 Wochen lang tragen, auch auf dem Wettkampf. Wie schwer ist Jules immer? 60, 70 Kilo, weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme die Fingernägel, einfach um Leute zu triggern. Das andere tut schon echt weh. Ich glaube auch, oder? Ja. Der Genetic One. Post mal kurz durch, bitte. Musculus Maxi. Irgendwie so geht das. Was? Lebendige Würmer verspeisen oder 1,5 Liter Blut trinken? 1. Auf jeden Fall 1. Also Würmer. Ohne Witz, Regenwürmer. Klar, die haben vielleicht ein bisschen Erde in sich, aber das sind einfach Proteins und Blut. Junge, das ist ja so krank. Ich glaube, 1,5 Liter Blut würde ich für 10.000 trinken. 1,5 Kilo Würmer würde ich, glaube ich, für 2.000 schon machen. Geh mal sammeln heute, glaube ich. Ich mach die Würmer, bring die Würmer, ja. Alle Sprachen der Welt sprechen können oder mit Tieren sprechen können? Mit Tieren sprechen. Ja, warum? Ja. Ich habe 2 Katzen und einen Hund und die sind meine Babys. Also wäre schon cool, wenn die wüssten, was die so denken und was sie sagen. Du musst pinkeln, okay, wir gehen gleich. Musst du auch pinkeln, ne? Irgendwie so? Ja, keine Ahnung, die schwätzen eh so viel am Tag so und ich verstehe es nie. Also safe würde ich sofort diesen nehmen. Wie groß bist du, wenn ich fahren darf? 1,53. Wie groß schätzt du mich? 1,78. 1,86. 100 Gramm Menschenfleisch essen oder 100 Gramm Kacke von deiner Freundin? Boah, ich glaube, Menschenfleisch ist halt echt nicht so... Schön gebraten, medium rare. Also ich habe es halt noch nicht probiert, aber ich stelle mir das unekelhafter vor als... Scheiße. Abgesehen davon, dass Frauen gehen doch nicht kacken, hä? Menschenfleisch oder Kot essen? Also, Menschenfleisch ist schon, das kannst du nicht essen, aber lieber Kot essen. So eine schöne Wurst. Boah. Die Frage ist, okay, pass auf. Es geht ja um die Menge. Eine Handvoll. Also auch eine Handvoll Menschenfleisch. Ja, ja. Ja, ja. Aber gebraten als Filet, wie auch immer, wie du es willst. Ey, ich sag ganz ehrlich, dann würde ich, glaube ich, Menschenfleisch nehmen. Ja? Weil das Ding ist, also,
Bei Menschenfleisch, ich glaube, das würdest du einfach essen so. Du bist halt ein Kannibale auf einmal. Aber bei Kot, du musst halt kotzen. Weißt du? Safe. Also du, selbst wenn ich Hunde kotze, du machst es halt, ne? Rieche, weißt du, dann kotze ich ja schon fast, weißt du? Also. Urs kennst du ja wahrscheinlich. Nee. Du lebst bei ihm einen Monat lang in seinem Keller, im Dunkeln. In diesem Keller lebst du einen Monat lang, aber Alice macht dir jeden Tag Essen. Aha. Oder du musst einen Monat lang jeden Tag Beine trainieren bis zum Versagen. Ja, dann eins. Keller. Ich kenne Keller. Du bist ein Kellerkind. Also Urs, falls du es siehst, ich bin da. Fährst ein Wochenende in Urlaub mit Leonidas. Er hat von seinem Rice Pudding extreme Blähungen. Pupst den ganzen Tag. Yeah. Und du musst zwei Nächte mit ihm in einem Bett schlafen. Yeah. Rücken an Rücken. Dein Po an sein Po. Oder den Rest deines Lebens nie wieder Isoclear trinken. Ich werde mit Leonidas in dem Bett schlafen. Mit Pupsen? Ja, mit Pupsen. Weil sowieso, ich bin jemand, der jede Nacht, ganze Nacht pupsen. Weil ich habe Laktoseintoleranz. Also wäre für ihn schlimmer? Das meine ich halt. Den Rest deines Lebens stoffen, also unterstützen, oder vegan leben? Vegan leben. Den Rest deines Lebens? Ja, ich bin nicht Veganerin, aber würde ich eher machen wie stoffen. Einen Monat lang bei Urs Kalitschinski im Keller leben, ja. Ohne Licht, aber Alice macht dir jeden Tag oder Essen. Oder einen Monat lang jeden Tag Beintraining bis Versagen. Also muss ich dann die ganze Zeit im Keller bleiben, ja. Bei Urs? Ja, dann nehme ich den Keller. Alices Essen. Und Alices Essen. Ja, kann ich verstehen. Frauen gehen doch nicht kacken, hä? Stimmt, Frauen gehen nicht kacken. Nein, natürlich nicht. Fahren wir mit einer Frau zwei Wochen lang in Urlaub, die geht kein einziges Mal kacken. Ich weiß nicht. Ich bekomme das nicht geplant. Aber ich im Aufbau bin auch viermal am Tag auf der Schüssel. Viermal am Tag ist aber noch echt entspannt, also. Da wird geeimert. Ja, schon. Also. Jünger oder älter? Im Bett. Älter. War das schon immer so? Ja. Warst du mit 20 auch älter? Ja. Und wie wird es denn so mit 35, 40 sein? Auch älter oder jünger? Weiß ich noch nicht. Also ich bin jünger als du. Ja. Das ist schlecht gelaufen jetzt, muss ich sagen. Also jünger nicht so, ne? Wie alt bist du denn? Ich bin 24. Ja, ich meine, man kann das ja auch mal testen. Ich werde dich überzeugen von dem, was ich so kann. Ja, okay, alles klar. Eine Dose Hundefutter essen, Nassfutter. Oder einen Rice Pudding, der seit zwei Wochen in deiner Sporttasche liegt, den du vergessen hast auszupacken. Und der stand auch in der Sonne. Boah, das ist wahrscheinlich noch frisch, da bekommt man vielleicht. Das ist frisch und verpackt, naja. Dann würde ich Hundefutter essen. Ist schon lecker eigentlich, ne? Ja. Du bist mit seiner Freundin gerade intim, in eurem Zimmer. Ja. Und dein Dad kommt rein. Und du musst jetzt entscheiden. Er dich von hinten oder du ihn von hinten? Was? Er dich oder du ihn? Also er mich auf keinen Fall. Also wenn ich mich feinst entscheiden muss, dann das andere. Du ihn. Ja, besser als, ja. Ja, schon. Das ist schon hart, ne? Das ist schon eine abgefuckte Frage. Er kommt rein und warum muss ich dann mitmachen? Also warum muss er mitmachen? Spiel halt, ne? So, da musst du halt mitmachen. Zum Beinen. Den Rest deines Lebens stoffen oder den Rest deines Lebens vegan? Stoffen. Also bei Stoffen finde ich, weißt du, kannst ja so Testosterone Replacement Therapy machen. Das wäre schon Stoffen, ja. Also das ist so, und das ist ja gesund oder keine Ahnung, also alles noch im Rahmen. Deswegen, und ich finde vegan, ich habe mich zwei Jahre lang in meinem Leben vegan ernährt und ich glaube auch, dass das für manche Menschen ist, aber nicht für alle, ganz sicher nicht. Weil ich glaube, du überlastest deine Verdauung. Bin ich überzeugt von. Wenn du mehr Protein isst, es gibt Verdauungstrakte, die das nicht abkönnen. Hast du es vertragen? Am Anfang so, aber dann habe ich angefangen mehr mit Sport und so und dann hat meine Verdauung versagt. Von meinem besten Freund, die Freundin, hat das erste halbe Jahr lang nicht einmal bei ihm zu Hause gekackt. Mhm. Die ist teilweise, das ist super krank, die ist, hat sie mir in meinem Vertrauen erzählt, gesagt, sie geht kurz spazieren, weil sie frische Luft braucht und dann ist sie draußen im Wald scheißen gewesen, weil sie nicht bei ihm zu Hause kacken wollte, er hätte sie hören können. Verstehe ich komplett. Ich war letztes Wochenende mit meiner Freundin in Amsterdam. Das Hotelzimmer hatte eine Glastür im Badezimmer. Boah. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Sex mit oder ohne Socken? Ohne. Safe ohne? Mhm. Sicher? Ja. Einige meinten heute mit Socken. Nein, ohne. Ganz takt. Ja. Menschenfleisch oder Kot essen? Nee, Menschenfleisch. Ja? Ja. Medium rare oder? Nee, durch. Ja, schon durch. Warum denn Kot nicht? Nee, das widert mich an. Menschenfleisch nicht. Nicht so sehr wie Kot. Und hat mehr Proteine wahrscheinlich. Das auch noch, ja. Das war doch mal wieder ein witziges Video. Ich finde sogar, dass die Influencer da teilweise sehr souverän geantwortet haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal wirklich. Und ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.